schönes Regenbogenglas, das ist sehr schön. Ich glaube Tanzverbot und er hat gesagt, es ist immer 100.000 Euro wert. Ich glaube an ihn. Ich glaube an sein Business-Wissen. Er denkt einfach erfolgreich und deswegen habe ich mir auch ein McDonald's-Glas natürlich gekauft. Und damit werde ich mir irgendwann ein Haus finanzieren. Ja, ein zweites. Was geht hier eigentlich ab? Ja, moin. Was ist das denn, ja? Feier gutes was. Du musst erfolgreicher denken. Ja, Leute, ich probier's. Erfolgreiches Denken. Das ist die Lösung. Alter, wie habe ich das Feuerwehr überlebt? Das war ja mehr als erfolgreiches Denken. Das war erfolgreiche Umsetzung. Oh mein Gott. Hashtag Feiergutismus. Gib mir die Feder, Junge. Oh. Sehr schön. Ah, oh, was ist das denn? Du nimmst das Buch, du liest das Buch, du nimmst. Oh, sehr schön. Du nimmst das Buch, du liest das Buch. Ich will aber kein Buch lesen. Du liest das Buch jetzt. So, und ich will das Level nicht mehr spielen. Ey, so hab ich es nicht gemeint. Also, das heißt, dass du jetzt für mich spielen musst, Luigi. So habe ich das nicht gemeint. Also, da hast du es ein bisschen falsch verstanden. Da musst du noch mal ein bisschen Sprachen lernen. Oh mein Gott. Erfolgreich gedacht. Leute, ich habe erfolgreich gespielt. Sehr gut. Sehr. Wo ist denn hier schön? Da. Oh, wird nicht mehr angezeigt hier. Wow. 20.000 IQ, ja? Ich ist einfach so, ne? Ja. Bei Pius wird erfolgreich denken groß geschrieben, ja? Ja. Erfolgreich und denken, ja? Das erfolgreiche Denken. Da wird erfolgreich aber klein geschrieben, ja? Scheiße. Wie ist es erfolgreich? Oder auch nicht. Die Giftpilze denken sehr erfolgreich. Ja, die denken sehr erfolgreich. Sie waren auch sehr erfolgreich. Ich kipp gleich vom Stuhl. Also. Ich kann nicht mehr erfolgreich am Stuhl sitzen, ey. Ich kipp gleich um, ey. Hilfe! Das geht hier so nicht weiter.